Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Twainsport Fever. Diesmal mit dem Twain Fever Let's Play. Juhu, es geht auch endlich hier weiter. Nach einer sehr, sehr langen Pause. Und wie üblich, das meiste hat mit Privatleben zu tun, aber auch ein bisschen die Lust und technische Probleme. Die sollten jetzt der Vergangenheit angehören. Hoffe ich zumindest. Wir werden sehen, aber... Nun ja, es gab viele Gründe und ich habe jetzt ein paar beiseite geschafft und jetzt sehen wir hoffentlich ein paar mehr Let's Play-Folgen. Mal sehen. In der letzten Folge habe ich hier einen Lebensmitteltransport etabliert und habe einen viel zu langen Zug dafür gekauft und ich war mir auch nicht wirklich sicher, ob das jetzt das ins Let's Play übernehme oder ob ich das nochmal neu gestalte, denn das hier ist echt. Der Zug ist zu lang. Der Zug ist eindeutig zu lang und das tut uns überhaupt keinen Gefallen. Das Spiel würde es sehr, sehr viel lieber sehen, wenn wir statt... Na, ich will irgendein Depot anklicken. Wenn wir hier anstatt einer teuren Lok, die kostet uns 150 im Unterhalt, zwei Züge mit billigeren Loks machen. Und das wäre in unserem Fall jetzt nur noch die hier. Die kostet halb so viel im Unterhalt. Sie kostet ein bisschen mehr im Preis, aber man muss auch sagen, die würde auch theoretisch eine höhere Geschwindigkeit haben. Aber ansonsten nehmen die sich nicht sehr viel und das Spiel würde es total gerne sehen, wenn ich jetzt diese Lok hier benutze, anstatt die. Aber nein, ich probiere es erstmal damit und wir lassen das so. Unser Geld ist einigermaßen okay. Ich würde sagen, wir können es uns auch leisten, das nachträglich zu korrigieren, wenn es absolut nicht funktioniert. Aber vielleicht funktioniert es ja. Ich weiß es selber nicht. Das ist tatsächlich auch ein Test für mich hier, ob das jetzt sich langfristig lohnen wird oder nicht. So, dann habe ich mir die Karte jetzt nochmal, bevor ich gestartet habe, ein bisschen näher angeschaut und habe was entdeckt, was wir in dieser Folge machen wollen. Und zwar hier Portland. Ich hatte mal vor Ewigkeiten, als das Let's Play angefangen hat, versucht Portland mit dieser Ölraffinerie und mit dieser Ölquelle zu versorgen, was aber nicht so gut geklappt hat. Es ist besser, wenn wir sozusagen jede Ölquelle einer Raffinerie einzeln zuweisen und... Das werden wir hier auch tun. Glücklicherweise hat Portland noch eine zweite Ölquelle hier. Und hier oben ist eine Raffinerie. Relativ in der Nähe, aber schon ein bisschen weiter weg. Das sollte gut Gewinn machen. Wir werden es mal austesten. Und zwar gucken wir erstmal, wo so grob die Gleise lang gehen müssen. Ungefähr da wird der Bahnhof sein. Und dann fahren wir quer über die Berge. Bäh. Ja... Aber ungefähr hier lang, ne? Okay, also die Straßen müssen weg. Hier am besten auch. Aber das müsste funktionieren. Als erstes nehmen wir wieder jede Menge Kredit auf. Und während ich den ganze Zeit hier den 500er-K-Line-Button malträtiere, kann ich noch ein bisschen was anderes erzählen. Und zwar, seit der letzten Aufnahme gab es einen großen Patch bei Twainsport Fever. Und zwar... Ja, der Thank You Patch hieß er und der kam schon im Dezember raus. Aber ich habe seitdem leider keine Folgen gemacht, deswegen werden wir das Ergebnis dieses Patches erst heute sehen. Was sehr, sehr schade ist, aber naja, ich kam halt vorher nicht dazu. Der Thank You Patch hat ein paar Verbesserungen, aber das große Feature, was ich zumindest als großes Feature empfinde, ist, bestimmte Züge drehen nicht mehr magisch im Depot um, im Bahnhof um, sondern die bleiben bei ihrer Ausrichtung gleich. Das ist nicht bei allen Zügen so. Und eigentlich nur bei... Moment. Bei solchen Zügen hier. Zumindest hoffe ich das. Und zwar... So wie ich es verstanden habe. Alle Triebwagen. Oder auch nicht, weil die Elko gehört definitiv auch nicht dazu. Das, was wir hier mit den Pioneers haben. Haben wir hier eine Pioneer? Hier müsste man noch eine Pioneer rumfahren. Da haben. So. Der Trick an diesem Ding ist, das hat eine Lok hier und das hat eine Lok hier. Und deswegen kann der dann, wenn er weiterfährt... Okay, der dreht gerade um. Aber du da, du fährst nach Topeka. Das heißt, du fährst gerade weg von der... Okay, wir gucken uns das später an. Zuerst mal bauen wir die Gleise. Und während wir dann warten darauf, dass sich die neue Linie, die wir jetzt bauen, etabliert, da können wir uns mal ein bisschen die Züge anschauen und gucken... wie gut oder schlecht das jetzt funktioniert mit den Zügen umdrehen. Aber ich würde sagen, wir reißen vorsichtshalber erstmal die Straße hier ab, weil ich will dann hier so herum mit den Gleisen. Ach, das wird wahrscheinlich auch stören. Das könnte stören, das könnte stören. Hier reißen wir prophylaktisch auch mal ein bisschen was ab.
Ich will sowieso nicht, dass die Stadt sich hier in die Richtung entwickelt. Die soll sich mehr rund um meine Bahnhöfe entwickeln. Und ja, das ist zumindest der grobe Plan. Wenn wir jetzt einfach hier anfangen, irgendwie die Schienen zu legen zu dem Ding, dann funktioniert das nicht. Vielleicht können wir schon mal hier einen Bahnhof setzen. Obwohl, gucken wir erstmal, wie wir hier rankommen. Ah, 20 Millionen, das ist schon ziemlich heftig. Ich mach mal die Höhenlinien. Okay, wir würden ein bisschen was sparen, wenn wir einfach nur ein bisschen weiter hier so lang fahren würden. Dann würden wir hier den Berg ein bisschen umschiffen. Und wir kommen gleich mal steiler hier rein. So, also eher von hier so. Das können wir dann noch vorne hin korrigieren. Eigentlich haben wir mehr als genügend Geld für so einen Quatsch hier, aber ich will auch ein bisschen aufs Portemonnaie gucken. So, immer noch 20 Millionen. Mal sehen, der kann dann hier drumherum fahren. Das dürfte funktionieren. Wir fahren mitten durchs Gebirge. Na, das gefällt mir immer noch nicht. Ich mache jetzt doch so, ich baue jetzt hier einen Bahnhof hin und dann gucken wir vom Bahnhof aus. 240. Ich weiß nicht, wie lang die Züge werden, aber wahrscheinlich nicht 240. Ich mache es trotzdem sicherheitshalber mal. So und so, dass es einigermaßen in die Richtung hier zeigt. Ist das die Richtung? Da müsste man hier oben bauen. Also eher so. Wir gehen mal ein bisschen so in die Richtung. So. Und jetzt die Gleise. Mal gucken, was er draus macht. So. Ah, 18 Millionen, das geht schon mal. Wir fahren einigermaßen gerade. Sehe ich, dass das hier irgendwie einschnappt drin, punkto gerade fahren. Was ich gerade sehe, ist, wir könnten noch ein bisschen mehr sparen, wenn wir noch die Straße ein kleines Stückchen weiter kaputt machen. Dann machen wir das doch mal. Und dann fahren wir hier wirklich so eng wie möglich dran vorbei. An der Stadt. Das sollte was bringen. Hoffe ich mal. So, jetzt können wir hier richtig schön eng vorbeifahren. Es würde sich tatsächlich lohnen, noch diesen kleinen Schnipsel abzuschneiden. Mach mal das. Ja. Einmal machen wir es noch. Aber den Rest lassen wir dann in der Stadt. Den Rest lassen wir, aber das machen wir jetzt noch weg. So. Das ist es jetzt hoffentlich. So, das sieht doch gut aus. Wir kommen einigermaßen vernünftig durch den Berg. Wir kommen hier drumherum. Und ich baue das jetzt erstmal. Besser wird es wahrscheinlich eh nicht. So, du hier, du kriegst einen solchen Güterbahnhof. Der muss auch nicht wirklich groß sein, glaube ich. Wenn sie das nicht geändert haben, dann sollte es eigentlich so sein, dass nur die Lok und ein paar Wagen am Anfang im Bahnhof sein sollten und der Rest belädt sich automatisch. Da nutzen wir jetzt wieder mal so ein bisschen die Spielemechanik aus, aber das ist okay, glaube ich jetzt einfach mal. So, du musst da rein irgendwie. Wie fährt denn die Linie hier? Okay. Achso, genau deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen. Ich habe mir im Vorfeld dieser Folge angeschaut, was haben wir denn jetzt für Linien und was haben wir für Bahnhöfe und was steht denn da so frei? Und da bin ich ziemlich schnell hier auf die Idee gekommen, hier mal ein freies Gleis. Das können wir hier unten sehr wahrscheinlich nicht mehr nutzen. Das macht wenig Sinn. Was haben wir denn aber noch hier in der Nähe? Da haben wir die Ölquelle in der Nähe. Ah, okay. Da haben wir doch gleich was. Und deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen. So, du... am besten... können wir das gleich so abreißen? Da. Kreuzung bitte weg. Ah, sehr schön. Und dann kommst du quasi gleich da rein. So, das bisschen Geschwindigkeit zu übertreten, das ist Quatsch. Einschränkung, das wird nicht so schlimm sein. So, dann... Moment mal, die fahren von hier raus. Also die liefern ab. Dann holen sie sich hier ihr neues Öl und fahren dann da hoch. Und dann kommen sie von oben zurück und müssen gleich hier rein. Wenn wir es so machen, dann überschneiden die sich.
Es sei denn, wir machen Linksverkehr. Okay, wir machen Linksverkehr. Ich mach's mal so. Kann ich jetzt von hier aus da oben ran? Ja, sieht auch okay aus. Und jetzt kann ich von hier aus wahrscheinlich... Moment, wir machen es andersrum. Ja. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich das bereuen werde, aber im Prinzip von hier raus so weit wie möglich hier ran. Kollision. Also hier geht schon nicht mehr. 91, 66. Wir können dem vielleicht noch bis 70 geben. Achso, ich bin schon lange über 70. Vielleicht 80? Ja. Ach nee, hier oben haben wir jetzt wieder 60. Okay, das steigt dann wieder. Interessant. Gucken wir mal, wo so... Hier ist ungefähr so ein Gleichgewicht, würde ich sagen. So, schließen wir dich hier oben an. So, wir haben noch 62 Millionen übrig. Das muss reichen jetzt. Wir könnten jetzt noch die Straßen der Stadt reparieren. Obwohl, die Ölquelle, die braucht eigentlich keinen Stadtanschluss. Die sind auch so glücklich, genauso wie die hier oben. Das ist aber bei Mods ganz wichtig, aber die benutzen wir ja nicht. So. Wir machen es mal Stück für Stück. Okay. Ist zwar ein bisschen nervig, aber dafür funktioniert es wenigstens. Okay. Oh Gott, kostet das viel. Aber es wird uns hoffentlich sehr, sehr viel Geld bescheren und dann ist das alles kein Thema mehr. So. Und im Prinzip da rein wieder. Na. Ja, das müsste reichen. Jetzt gucken wir mal, dass wir von hier vernünftig rauskommen. So. Das sieht doch erstmal ganz hübsch aus. Wir haben noch ein paar Millionen übrig. Das könnte auch funktionieren. So, du fährst hier rein. Hier lang. Wenn ihr ankommt, ihr wartet hier und dürft dann da raus. Vielleicht sollte ich hier noch ein Depot machen, was sozusagen beide anschließt. Erstens wird es optisch ganz gut passen. Und zweitens braucht das Ding so oder so ein Depot. Bauen wir mal hier so eins in die Mitte, obwohl... Ah, das geht ganz schön tief hier. Es geht beides ganz schön tief. Machen wir mal Folgendes. Wir bauen erst die Gleise daraus und dann fangen wir mit dem Depot an. Mal sehen, Rechtsverkehr. Das heißt, wenn die von da rauskommen, sind die sowieso auf der linken Seite. Da kann ich dann auch hier sowas machen. So, zum Beispiel. Und das kann dann auch da rein irgendwie. Das sieht auch so einigermaßen hübsch aus. Ja. Und da haben wir jetzt das Plätzchen für das Depot gefunden. Okay, das passt schon. Ich glaube, das war's jetzt im Wesentlichen. Es müsste alles verbunden sein, angeschlossen sein. Ja. Jetzt kaufen wir uns noch ein Züglein. Diesmal machen wir es gleich so. Wir kaufen uns die da und setzen da nicht 15 Wagen dran, sondern... wie viel sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Ich guck mal auf deine Bewertung. Mittelmäßig ist immer noch super. Du brauchst 5 Minuten, um auf deine Höchstgeschwindigkeit zu kommen. Jetzt brauchst du 6 Minuten schon. Mal sehen, wie groß ist denn der Unterschied so? Oder nach 9000 Metern. Kann ich irgendwie abschätzen, wie weit die Strecke hier ist? Nicht wirklich. Puh. Nehme ich noch einen? Ja, ich nehme noch einen. Und dafür, ich klone dich so oder so. Und ihr beide kriegt jetzt eine wunderschöne neue Linie. Und zwar von dem hier nach da oben. Nach dahin. Wunderschön. So. Noch ein paar Signale reinsetzen, damit sie sich besser verteilen können. Mal sehen, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Setz mal hier noch zwei hin.
warum nicht vor dem Tunnel und nach dem Tunnel? Es sind nur zwei Züge, eigentlich sollten die sich perfekt auseinander bewegen können. So, und hier vor dem Eingang quasi noch einmal. So. Dann würde ich mal die Zeit ein bisschen laufen lassen, damit sich hier schon mal was bewegt. Achso, wir können uns den neuen Zug angucken. So, da kommt er raus. Die kennen wir eigentlich schon, aber es ist immer wieder schön anzugucken. So, hier fährt der Pionier vorbei. Ah, ich mag das Spiel. Ach, das sieht so wunderschön aus. Wir machen mal die Höhenlinien weg. So, ein bisschen schneller vielleicht. Obwohl, das ist ja realistisch, dass der sich so langsam hier voranzwängt, nenne ich es mal. So, Zug Nummer 1. Ah, da kommt der Pionier, da können wir es gleich mal beobachten. Und zwar, mal sehen. Hier vorne ist so ein Huckel dran, nenne ich es mal. Und jetzt sehen wir ja, wenn der sich hier rein bewegt, ob der dann hierher teleportiert wird oder ob er auf der Seite bleibt und der quasi rückwärts zurückfährt. Und? Achso, erstmal müssen die Leute ein- und aussteigen. So. Türen schließen sich. Türen schließen sich bitte. Irgendwann schließen sie sich. Ah, jetzt geht's los. Und er hat sich gedreht. Ah, schade. Ah, wirklich schade. Dass der Zug sich dreht, das ist ja kein Wunder. Weil der hat ja nur eine Lok. Im Prinzip bräuchten wir etwas, was... Naja, wir haben gerade ein bisschen Geld. Ich kann mal ein bisschen herumspielen. Sowas bräuchten wir im Prinzip. Moment, ich kann... Kann ich dich nicht per Drag and Drop? Genau. Nee, per Drag and Drop geht's nicht, aber hier mit den Pfeilen geht's. Im Prinzip bräuchten wir sowas hier. Und dann am besten eine symmetrische Lok, damit das nicht so bescheuert aussieht. Will ich jetzt aber nicht nur wegen dem Demonstrationseffekt machen, sondern... Naja. Wir haben doch noch andere Züge, die sozusagen symmetrisch sind. Oder die zumindest so... die hier. Aber das sehe ich jetzt schon, das dürfte auch nicht funktionieren. So, wir gucken mal die hier an. Weil das sind komplett gekaufte. Wenn ich jetzt mal hier auf... Nein, Quatsch. Hier drauf klicke. Die habe ich in einem Satz so gekauft. Die sind so und nicht anders. Wenn ich jetzt mal hier auf ein Fahrzeug klicke. Und dann warten wir mal ein, bis du deinem Bahnhof kommst. Also ich sage jetzt schon voraus, der wird sich wahrscheinlich auch drehen. Aber... Ich hoffe doch noch immer an das Beste. Aber wie wunderschön das aussieht, wie die hier fast schon parallel mit reinkommen. So. Überhaupt ist das Spiel immer wieder hübsch anzugucken. So, jetzt müssen wir warten, bis du... So, hier ist Stromabnehmer, daran kann man es auch festmachen. Da hinten ist keiner. Wir warten erstmal, bis du fertig bist. Wir machen mal ein bisschen schneller. So. Und er hat sich gedreht. Schade. Aber, okay. Es gibt Mods, die das jetzt zumindest so hinkriegen, dass der Zug sich nicht dreht. Das wäre eine Idee. Das, na, zumindest nicht für dieses Let's Play, aber zumindest ist es schön, dass es überhaupt mit Mods funktioniert. Vielleicht im nächsten Teil, wenn es einen gibt. Vielleicht im nächsten Teil. Ich würde es mir wünschen. So, wie sieht hier die Geschichte aus? Du wartest noch, dass dein Kollege da oben sich ein bisschen weiter weg bewegt hat. Und nebenbei nimmst du hoffentlich ein bisschen Öl auf. Zumindest produzierst du jetzt schon was. 8 Fässer hat er jetzt. Wow. Wow, 8 Fässer. Ich bin geneigt, dich mal ganz kurz nach zurückzuschicken. Erstens, weil du eh noch ein bisschen Abstand zu deinem Vordermann brauchst. Und zweitens, nimm mal ein bisschen mehr mit. Das ist doch albern hier. So, was hat in der Zwischenzeit unser Lebensmitteltransport gemacht? Ich sehe hier schon mal 3 Kühe rumstehen, besser gesagt fast 30. Und hier fast 30 Brote, oder genau 30. Und wo steckt der Zug dazu? Wo ist der Zug? Zufällig da unten? Ja. Was nimmst du so ein jetzt? 700.000. Ich wette, der macht ein richtig fettes Minus. Oh Gott, ja. Aber guck mal, der ist jetzt schon auf dem Weg ins Plus. Auf dem Weg dahin. Das wird noch eine Weile dauern, aber theoretisch könnte es was werden. Der produziert gerade mal 40. Na, nicht so toll. Der produziert schon ein bisschen mehr.
können ja mal den noch ein bisschen beobachten. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge gemacht. Dann beobachten wir stattdessen unseren... habe ich den jetzt? Nein. Ah, okay. Ach so, ich habe irgendwie die Signale in die falsche Richtung gesetzt. Kann das sein? Ach so, weil ich hier aus Macht der Gewohnheit Rechtsverkehr gemacht habe. Aber das, wir haben ja Linksverkehr. Wir haben ja Linksverkehr. Das heißt, diese Signale, die müssten eigentlich umgekehrt stehen. Die müssten so rumstehen. Das sieht auch ein bisschen realistisch aus. Manchmal hat man doch Signale, die in beide Richtungen stehen. So. Jetzt sollte es einigermaßen funktionieren. Und guck mal, der fährt jetzt auch schon wieder. Alles okay. Hier brauchen wir auch noch ein Gegenüber... Nee, das hier müsste richtig sein, oder? Ich glaube, das ist richtig diesmal. Genauso hier gehört es auch an diese Seite ran. Und hier gehört... quasi hier so eins hin. Wenn die dann raus wollen. Das müsste jetzt funktionieren. Und, ne, ich setze hier mal keine Signale rein. Obwohl, hier könnten wir, ja. Und sei es nur der Optik wegen, dass das hier ein bisschen mehr wie Bahnhofsvorfeld aussieht. So, wie sieht's jetzt aus? Achso, der fährt jetzt erstmal wieder durch diesen mega langen Tunnel. Einfach mal quer durch die Berge. Das ist auch optisch nicht so ansprechend, finde ich. Jetzt einfach nur Tunnelfahrt anzugucken. Aber hey, wir haben wieder ganz viel Geld. Obwohl, vielleicht wollen wir damit noch was machen. Das Jahr ist ja noch jung. Auf der anderen Seite, dieses Jahr will ich vielleicht nichts mehr machen. Sondern ich möchte mir vielleicht ein bisschen die Zinsen ersparen. Und dann im nächsten Jahr wieder was unternehmen. Stattdessen würde ich jetzt mir noch ein bisschen die Finanzen und allgemeine Situation der Strecken, die wir bis jetzt haben, anschauen. Und hoffentlich ein Fazit draus ziehen, das sich bis zur nächsten Folge trägt. Guck mal, wir haben noch genau 50 Millionen Darlehen wieder übrig. Ein bisschen viel, aber das dürfte sich legen. Guck mal, jetzt können wir schon wieder 1,5 Millionen ab. Und nochmal. So. Ja, wo fangen wir denn an? Wir könnten mal wieder an den Bahnhöfen angucken. Aber zum Beispiel 100 Leute, das ist gar nichts. Weil unsere Züge hier... der nimmt schon 95 mit, also das ist eine Zugladung, mehr oder weniger. Das hier wird auch eine Zugladung sein. Ja, Linie 14, was hast du für welche? Okay, sind vielleicht zwei Zugladungen, aber trotzdem. Die fahren ja relativ eng jetzt wieder zusammen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir hier ein paar Informationen mehr. Okay, der ist immer rot, das ist selbstverständlich. Der hier, da wollte ich doch sowieso mal nachgucken. Und zwar... okay, hier ist mehr als genügend Öl. Wahrscheinlich ist es dann hier auch mehr als genügend Treibstoff. Du bist auch voller... na, du bist fast voller Treibstoff. Okay. Ein bisschen Schwund ist immer. Aber die Stadt kriegt auch alles, was sie braucht. Die Stadt kriegt auch mehr, als sie braucht eigentlich schon fast. Unsere neue Linie, was hat denn das für eine Rate? 400. Das steht jetzt erstmal hier so. Das werden aber keine 400 sein, die wirklich hier ankommen. Das könnte funktionieren. Wie viel Industriegebiet nimmst du mit, Bahnhof? Nicht wirklich viel. Eigentlich würde es sich fast lohnen, den Bahnhof abzureißen und noch ein Stückchen weiter hier in die Mitte zu setzen. Einfach nur, damit wir das Industriegebiet ein bisschen besser mit reinbekommen. Ja, das würde sich so viel lohnen, auf so vielen Ebenen lohnen. Dann würden wir hier zwar vielleicht ein bisschen weniger mitnehmen, aber... vielleicht verschiebt sich das Industriegebiet auch. Das könnte auch passieren. Das könnte auf jeden Fall auch passieren, dass das Industriegebiet dann zum Beispiel hier unten weiter wächst. Apropos Stadt weiter wachsen, das habe ich jetzt komplett vergessen. Ich will der Stadt noch ein bisschen noch beim Wachstum helfen, weil wir waren ja böse zur Stadt. Wir haben der ein bisschen wehgetan. Jetzt müssen wir wieder so Pflasterchen drauf machen. Okay, das sollte helfen. Ich baue das mir mal ein bisschen zusammen. Das sieht alles ein bisschen komisch aus, aber das wird schon irgendwie funktionieren. So, hier später darfst du dann... Gott, sieht das furchtbar aus. Ja, das sieht ein bisschen besser aus. Später darfst du dann hier über meine Gleise drüber fahren. So zum Beispiel. Das sollte der Stadt genügend Anhaltspunkte geben, zum sich weiterentwickeln.
Vielleicht noch hier. Jetzt reißen wir zwar zwei Gebäude weg, aber ich hätte gern, dass die Stadt das kapiert, dass, dass es hier weitergeht mit Bauen. Ja, komm, wir reißen ein Gebäude ab und dafür werden hoffentlich neue gebaut. Das ist zumindest die grobe Hoffnung. Okay, ja, ist fast vorbei und ich würde sagen, wir schmeißen mal noch ein bisschen Geld zurück. Ja, 35 Millionen, das ist schon okay. So, jetzt kann man gleich nochmal und nochmal. Ich sollte das Fenster gleich offen halten. So, Gewinne sind endlich mal wieder am Steigen, nachdem wir jetzt die letzten 3 Jahre immer nur sinkende Gewinne hatten. Das ist nicht sehr viel, aber es tut trotzdem weh, besonders wenn man sieht, dass wir zumindest von dem Jahr zu dem Jahr nochmal eine deutliche Kostensteigerung hatten, dann ist das nicht so schön. So, Zinsen sind relativ uninteressant, das ist ja alles nur Investition. Das, guck mal, wir verdienen relativ viel, also Zinsen sollten uns dann auch nicht zu sehr belasten. Ja, ich glaube, hier habe ich schon mal drauf geguckt. 170, okay. Und das war ja Linie 10, das ist ja sowieso so ein Versuchskaninchen gewesen. Wie alt sind die denn? 22, das ist sowieso nicht der... Naja, es macht ein bisschen Gewinn, aber richtig toll sieht es auch nicht aus. Nein. Ich würde sagen... Oh, was ist das? Nein. Bei deinem nächsten Mal nimmst du das hier und einen dazu. Dann bist du schneller unterwegs. Hast hoffentlich eine höhere Kapazität. Mal sehen, das waren 21 plus... Ja, du hast eine höhere Kapazität, bist schneller unterwegs. Ich mache jetzt einfach mal hier so ein normales Ersetzen, weil ich nicht glaube, dass wir hier noch was sehr viel Stärkeres, Wichtigeres bekommen werden. Und falls doch, dann ist... Halt, Pause, 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 Pause. Wow, ich habe jetzt gerade so nebenbei aufs Daten geguckt. Und wir können da noch ein bisschen Geld sparen. Nicht sehr viel, aber immerhin. So, neues Jahr und neue Lok. Das dürfte die sein, die ich in meinem Thumbnail immer habe. Die aus diesem Artwork von Transport Fever ist. Glaube ich zumindest. Oder war das die? Moment mal, das ist jetzt auf jeden Fall die neue. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht, ob es die oder die ist. Auf jeden Fall sind beide hübsch. Und warum bist du so langsam? Das macht überhaupt wenig Sinn. Also, das Spiel gibt mir eine langsame Lok, aber sagt mir, ich habe hier Hochgeschwindigkeitswagen. Ja, damit kann ich doch gar nichts anfangen. Ich kann die doch gar nicht richtig ausnutzen, weil die Wagen sind einfach teurer. Die sind einfach teurer und das bringt gar nichts. Die verschwindet auch leider irgendwann. Die verschwindet auch. Habe ich dann überhaupt noch irgendeinen Hochgeschwindigkeitsdiesel-Lok? Das ist doch. Die so einigermaßen. Die da. Okay. Also, es wird sich wahrscheinlich dann alles um die hier drehen. Die ist auch gar nicht so teuer in den Betriebskosten. Hat einigermaßen hohe Leistungen. Das dürfte. Ja, wenn ich das jetzt mal vergleiche. Nicht so die dümmste Wahl sein. Mal sehen, was hast denn du? Du hast natürlich... Ach, du hast eine extrem hohe Zugkraft. Das sehe ich jetzt auf Anhieb. Ansonsten, du bist doch richtig schön schwer. Also die Lok braucht man, um irgendwelche hohen Berge hochzukommen. Ansonsten ist die für nichts wirklich gut. Sie ist ein bisschen günstiger, aber das muss man ja dadurch wieder wettmachen, dass man sehr, sehr viele Waggons braucht. Und du hier? Auch eine hohe Zugkraft. Okay, dann sind das sozusagen Bergbahnen. Das Spiel ist wirklich so gestaltet, dass es das auch belohnt. Wenn du einen steilen Berg hochfährst, dann machst du ein bisschen mehr Gewinn. Und runter kommst du den Berg auch relativ so. So, hier, das sieht alles erst einmal in Ordnung aus. Lebensmitteltransport, das ist das Wichtigste mit. Ich will wissen, wie sieht's hier aus? Ah, das entwickelt sich null. Na gut. Null ist falsch. Ist falsch, es entwickelt sich, aber überhaupt nicht so, wie ich möchte. Ich wette, du machst immer noch keine Gewinne. Na, jetzt gerade, aber das ist nur ein sehr kurzer Moment. Zumindest geht's bergauf. Das können wir mal festhalten, es geht bergauf. So, wir können wieder Geld zurückzahlen. Nur damit ich dann in der nächsten Folge wieder ganz, ganz viel Geld aufnehme. Aber
Okay, das ist dann das Problem in der nächsten Folge. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus hier, so meine Konstruktion verschiedenster Brücken und so. Komm, wir gucken uns jetzt nochmal das Video aus der Nähe an. Ah, wunderschön. Da ist gerade noch einer erschienen. Und derweil tummelt sich der hier so ganz langsam wieder hierher, um die Kühe mitzunehmen, die hier in... Ich weiß nicht, das hier sieht doch schon aus wie so ein Viehtransport. Also als wenn hier normale Kühe drin wären. Was ist dann in den kleinen Boxen drin? Wahrscheinlich, also es heißt ja Vieh. Vielleicht sind in den kleinen Boxen irgendwie Hühnchen drin. Oder Schweine oder sowas. Also von den großen Verhältnissen her würde ich sagen, wahrscheinlich Hühnchen oder so. Ist egal, die kommen jetzt eher in die Fabrik und dann, dann kümmert es nicht mehr, in welcher Box die drin waren. So, wir sind fast schuldenfrei. Oh, ist das schön. Wunderschönes Gefühl. Und mit diesem Gefühl würde ich die Folge gerne beenden, denn ich glaube, besser wird es jetzt nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.